10 bis 12 Zentimeter hohe Nägel. Die sind natürlich durchgegangen, in die Füße reingegangen. Dann kamen aber schon Grenzpolizisten angerannt. Man kam von beiden Seiten und wollte meiner da habhaft werden. Wie an vielen Stellen der Grenze, die seit dem 13. August 1961 West-Berlin von Ost-Berlin und der DDR trennt, wurde 1980 auch hier an der Bernauer Straße im Norden Berlins eine neue Mauer errichtet. 4 Meter hoch, aus Betonfertigteilen auf Fundamente gestellt, verfugt und gestrichen. Bis zu ihrem Bau hatte eine lange Reihe verfallender und bis zum Erdgeschoss abgerissener Fassaden an die zu Ost-Berlin gehörenden Häuser erinnert, die dort unten mal standen. An die Häuser der Bernauer Straße 1 bis 50 und an Menschen und Ereignisse, die mit diesen Häusern verbunden sind. Die neue Mauer löscht Erinnerung. Die Bernauer Straße vor dem 13. August 1961. Hier war seit der Teilung des Straßenbahnnetzes die Endstation der Linie 2. Wer seine Fahrt im Ostteil der Stadt fortsetzen wollte, ging über die Grenze. Genauso umgekehrt. Kontrollen waren selten. Aus dieser Zeit gibt es nur wenige Aufnahmen. Wenn sich ein Fotograf oder Kameramann damals überhaupt in die Bernauer Straße im Berliner Arbeiterviertel Wedding begab, dann, um die so gut wie unsichtbare Grenze sichtbar zu machen. Zum Beispiel dadurch, dass er kontrollierende Volkspolizisten aufnahm. Hier an der Bernauer Ecke Schweterstraße. Bernauer Ecke Schweter am 13. August 1961. Nun wurde die Grenze sichtbar. An der Bernauer Straße mehr und deutlicher als an vielen anderen Stellen der Stadt. Die meisten, die hier wohnten, erfuhren erst jetzt, wo überhaupt die Grenzlinie verlief. In Verlängerung der Hausfassaden quer über die Straßen, die aus dem Ostsektor auf die Bernauer stießen. Dort standen an diesem Tag die Ostberliner und vor ihnen Soldaten der Grenztruppen. Hier an der Rupinerstraße befand sich damals das Eckhaus Bernauer Straße 37. Am Nachmittag des 15. August 1961 lehnte ein Unteroffizier der Volkspolizei an der Hauswand und rauchte, wie Augenzeugen berichten, eine Zigarette nach der anderen. Gegen 16 Uhr sprang er über den Stacheldraht. Der damals 19 Jahre alte gelernte Schäfer aus Sachsen
lebt heute in Bayern und ist Maschinenbediener in einer Autofabrik. Bitte schildern Sie mal die letzten Stunden vor Ihrer Flucht. Am 15. August sind wir auf Posten aufgezogen. Das war gegen 14 Uhr mit meiner Gruppe, weil ich Unteroffizier war, also im Rang eines Unteroffiziers. Da habe ich die anderen habe ich zurückgeschickt, die sollen weiter hinten aufpassen, dass nichts ist. Und ich habe mich direkt vorne hingestellt und einen Stacheldraht. Ja, und in 2 Stunden habe ich meine Flucht vorbereitet, indem ich ziemlich nah am Draht patrouilliert bin. Und ab und zu habe ich mal wieder mit der Hand den Draht runtergedrückt. Und da mitten da so. Und das ist dann in West-Berlinern aufgefallen. Also da ist irgendwas, stimmt auch nicht mit dem. Da sind etliche Jugendliche vorbeigegangen. Und die sind dann von der West-Berliner Polizei weggenommen worden. Die sollen zurückgehen und sollen nicht stören davon, also dass nichts passiert. Ne? Und denen habe ich es aber schon zugerufen gehabt. Da habe ich es gesagt, also ich möchte noch fliehen. Und dann sind Menschen aufgelaufen, Fotografen. Und gegen 16 Uhr dann ist ein Polizeiauto rückwärts hergefahren. Und hinten die Tür aufgemacht. Und in dem Moment bin ich losgelaufen, gesprungen und war in West-Berlin. Gab es Aufforderungen von Seiten der West-Berliner Ihnen gegenüber, dass man sagte, komm, spring doch rüber, hau doch ab? Ja, das ist schon tags vorher, haben sie schon immer geschrien und gerufen. So, dort alles gehen lassen und springen und so. Gerufen haben das schon. Und hat sie das beeinflusst? Nein, das hat mich weniger beeinflusst, weil das wäre dann ein Muss gewesen. Und ein Muss von Seiten West-Berlin aus. Das, ich bin ja freiwillig von mir aus, habe ich das ja vorgehabt, dass ich den Staat verlasse. Oder mir nicht zugesagt hat, mir dann den politischen Sinn und Weg, was sie durch den Mauerbau eingeschritten haben, das hat mir einfach nicht mehr gefallen. Das war nicht richtig. Also der Mauerbau war der auslösende Punkt für den Schritt, den ich da gemacht habe. Wo er an der Ecke Bernauer Rupiner über den Stacheldraht gesprungen war, sah es einen Tag später so aus. Mit dem Bau der Mauer wurde auch an der Bernauer Straße eine Flucht nach West-Berlin immer schwieriger. Nur die Bewohner der Häuser 1 bis 50, die zum Ostteil der Stadt gehörten, konnten jetzt noch ungehindert den Westsektor betreten. Ein Schritt aus der Haustür genügte, denn der Bürgersteig vor ihren Häusern war bereits West-Berlin. Wie die Familie aus der Erdgeschosswohnung in der Bernauer Straße 11 nutzten viele diese Möglichkeit zur Flucht.
So sah ihr Haus wenig später aus. Denn bald nachdem sie es verlassen hatten, wurden die Haustüren dieser Straßenseite zugenagelt, dann zugemauert. Und nach und nach die Fenster aller Wohnungen, deren Bewohner geflohen waren. An eine Flucht mit Hausrat war kaum mehr zu denken. Wer jetzt noch raus wollte, griff zur Wäscheleine oder sprang ins Sprungtuch der Westberliner Feuerwehr. Hier stand das Haus Bernauer Straße 1. Eine Frau aus dem ersten Stock erinnert sich. Ich war diejenige, die gedrängelt hat und gesagt hat, wir wollen doch rüber. Ich habe mich noch mit meinem Mann gezankt, deswegen er meinte, ich lasse doch hier nicht alles im Stich. Ich hab nächtelang dafür gearbeitet und wir haben nichts verbrochen. Warum sollen wir denn nun? Es sind ja schon so viele gegangen, auch aus unserer Straße. Und er wollte immer nicht. Und an dem Freitagabend, das war der 18. War alles ganz normal. Und abends um Punkt 8 Uhr, als das Haus zugeschlossen wurde von der Hauswirtin, da hörten wir mit einmal Hammerschläge und wie sie die Haustüren zugenagelt haben. Und wir hatten noch Nachbarn bei uns, wir saßen am Tisch und haben noch die ganze Situation beredet. Und da hat mein Mann dann, da wurde er ganz weiß wieder und da wussten wir also, nur ist keine andere Möglichkeit. Denn wir hatten, als wir uns das überlegten, wenn es mal sein muss, dass wir gehen müssen, dann sagte er, wenn es nicht mehr durch die Haustür geht, wir haben ja immer noch das Fenster, aber das war immer mehr im Scherz gesagt, das hat doch keiner geglaubt, dass das wirklich mal so kommt, dass es mal erforderlich wird. Haben Sie daran gedacht, die Leute zu fragen, die im Parterre wohnten, ob sie da raussteigen können? Nein, der Gedanke, der ist uns überhaupt nicht gekommen. Überhaupt nicht. Denn das konnte man ja gar nicht machen. Man konnte ja auch diese Leute nicht gefährden. Also wissentlich. Denn wir haben ja gewusst, da stehen die Kampfgruppen. Und die sind bewaffnet und wir gehen da rein und kommen nicht wieder raus, dann wären ja die Leute doch wahrscheinlich zur Rechenschaft gezogen worden. Denn wo standen die Kampfgruppen? Auf den Treppenabsätzen. Im Treppenhaus? Im Treppenhaus, im Parterre, also im Hochparterre, im ersten Stock, im zweiten Stock und im dritten Stock, ja. Und dazu kam... Wir hatten ja einen kleinen Hund und der musste auch an dem Freitag noch mal runter. Und ich ging dann mit ihm und die beiden draußen da von den Kampfgruppen. Wo wollen Sie hin? Ich sah, der Hund muss mal, ich kann nicht dafür. Naja, und dann ging ich die Treppe runter und die hinterher. Im Kreuz hatte ich dann dieses Ding, diese Maschinenpistole oder was. Dann über den Hof. Und dann kamen wir in die Ackerstraße und dann wollte der Hund nach rechts, wie er das gewöhnt war, wo er immer gegangen ist, wurden wir ja mächtig angebrüllt, links runter. Der Hund hat das nicht verstanden, das ist ja sehr klar, nicht? Der war überhaupt ganz verschreckt, ne? Also schnell sein Geschäft erledigt und dann wieder oben. Und da habe ich gesagt, du, das mache ich aber nicht mehr mit. Das ist ja Wahnsinn, wenn man mit dem Hund runtergeht, da hat man eine Maschinenpistole ins Kreuz. Ich sage zu meinem Mann, nein, also nicht noch länger, das halte ich nicht mehr lange aus. Wir waren überhaupt nervlich durch diese 5 Tage schon, das hat uns schon gereicht. Was gab bei Ihrem Mann den Ausschlag, dann doch zu sagen, ja, wir fliehen? Das Hämmern, wo sie die Haustür zugenagelt haben, das
da ist er dann umgeschwenkt und hat gesagt, ja, also jetzt gehen wir. Können Sie bitte mal erklären, wie Sie sich runtergelassen haben? Ja, das war auch noch so ein Drama. Mein Mann sagte, ich soll mir Handschuhe anziehen, Lederhandschuhe. Ich sage, Mann, wenn ich Lederhandschuhe anhabe, das rutscht doch noch mehr, als wenn ich nur so mit den... Ich meine, wir sind keine Artisten, also man hätte vielleicht Knoten in das Seil machen sollen, bis unten runter, aber da hat auch niemand dran gedacht. Also ich bin dann raus mit den Händen und dann bin ich wie so ein Stein runter, mit den ganzen Händen zerschnitten. Es blutete fürchterlich und ich hatte mir auch noch einen Fuß geprellt und verstaucht und gezerrt, dem ich aufgekommen bin, der Fuß. Und dann war schon die Feuerwehr da, die hat mich dann eingeladen und dann war ein furchtbarer Schrei. Dann sah ich, dass mein Mann da runtergekommen war, dass er abgestürzt war. Unser Hund, den hat er noch rausgeworfen, wir hatten einen kleinen Dackel. Und den hat ein Polizist dann aufgefangen, das habe ich gerade noch gesehen. Und naja, und dann brachten sie meinen Mann und dann fuhren sie uns ins Krankenhaus. Das Fersenbein ihres Mannes war durch den Absturz zertrümmert worden. Im Krankenhaus kam eine Lungenentzündung dazu, an der er 4 Wochen später starb. Das Haus Bernauer Straße 1 war sein Geburtshaus. Seine Frau hatte 14 Jahre mit ihm darin gewohnt. Was mit dem Haus in der folgenden Zeit geschah, hielt sie selbst in Fotografien fest. Bernauer Straße 48. Im dritten Stock wohnte eine 59-jährige Frau. Eines Morgens warf sie Rucksäcke und Kleiderbündel auf den Bürgersteig. Ohne die Feuerwehr abzuwarten, sprang sie hinterher und starb. Bernauer Straße 9. Am Bindfaden ließen die Angehörigen eines Brautpaares Blumen und Geschenke hinab. Haustür und Erdgeschossfenster waren schon zugemauert. Bernauer Straße 29. Bevor eine 77-jährige Frau ins Sprungtuch der Feuerwehr springen konnte, wurde sie von Angehörigen der Grenztruppen ergriffen, die ihre Flucht verhindern wollten. Bald danach war auch dieses Haus zugemauert. Hier stand das Eckhaus Bernauer Straße 40 bis 41. Als eine im zweiten Stock wohnende Familie kurz vor dem 13.08.61 in Urlaub fuhr, sah es hier noch so aus. Als sie zurückkehrte, waren Laden, Erdgeschossfenster und Haustür von innen zugemauert. Sohn und Mutter erinnern sich. So ernst hatte man sich das nicht vorgestellt, wie dann wirklich war, als wir nach Hause kamen. Dann haben Sie eigentlich erst das Ausmaß dieser Ereignisse erfahren und gesehen, als sie zurückkehrten nach Berlin. Ja, das war ein Schock. Also das war ein regelrechter Schock. Also wir konnten es ja vorher überhaupt gar nicht vorstellen. Da stand die Mauer wirklich da. Nee, die stand jetzt ja nicht, da war bloß Stacheldraht drüber. Naja, also, aber jedenfalls konnte es denn nicht mehr. Es war jedenfalls keine Mauer, die war noch nicht. Und dann vor allen Dingen das Erschreckende, wie wir dann in unser Haus reingekommen sind. Da habe ich gedacht, das Krieg, so sah das aus. Da saßen auf den Treppenpodesten, saßen dann Phobos, nicht? Und dann hingen da so Gürtel mit Munition. Und wir durften jetzt nun
Nur durch den Hintereingang, da war früher gar keiner. Da war gar keiner, da haben sie, da haben sie einen gemacht. Dass man von hinten reinkam, war relativ einfach. Und da einfach durften wir dann rein. Wenn wir eingeholt haben, ja, wenn ich meine 50 Gramm Kaffee und Gemüse und alles so, wenn ich dann mit meinem Netz ankam, dann halt, wo wollen Sie hin? Ja, haben Sie Ausweis? Ja, ja, bitteschön. Und dann noch schlimmer war es ja mit dem Mülleimer runterbringen. Den durften wir auch nicht runterbringen. Da muss man auch einen Ausweis zeigen, ob er in dem Haus wohnt, ja. Hätte ja sein können, dass sich einer hinten durchgeschmuggelt hat, ja, und mit dem Mülleimer reingeht. Obwohl es nicht mehr ging, weil die Haustür schon zugemauert war. Die Haustür war unten schon zugemauert. Das war für uns auch schon so erschreckend. Da wohnten gar keine Leute mehr drin. Das war also die unterste, das ganze unterste Stockwerk und die Haustüre. Das war alles zu. Ja, die Leute waren weg, waren raus. Samt Läden. Und wir durften keinen Besuch empfangen. Da kam eine alte Dame zu mir. Die war Anfang 70 und die wollte mich besuchen. Und da klingelt es bei uns und da kommt ein Vorburg hoch und sagt, Sie möchten bitte runterkommen, Sie haben Besuch. Ich sage, wieso? Und da kann die nicht raufkommen. Nein, das ist verboten. So, und das war schon überhaupt erst mal, da haben wir uns angeguckt, was? Wir dürfen nicht mal hier oben hochholen? Hatten die Behörden die Furcht, dass jemand den Besuch in ihrer Wohnung zur Flucht benutzen könnte? Wahrscheinlich, das nehme ich stark an. Obwohl es doch gerade bei Ihnen ziemlich hoch war. Nicht? Ja, erstens mal ziemlich hoch, aber zweitens mal war es von rechts wegen ja unmöglich, weil unsere Fenster ja gar nicht zur Bernauer Straße rausgingen, sondern zur Swinemünder. Die ganze Fensterfront, die wir hatten, Schlafzimmer, Stube, Küche, sein Zimmer, war die ganze Fensterfront zur Swinemünder. Sie sagten, dass Sie eigentlich nie an Flucht gedacht haben. Mhm. Heute aber sitzen Sie hier. Wie fing das an? Tja, weil wir so schockiert waren, ja. Wir kamen uns vor, also wie eingesperrt. Und dass wir den Besuch nicht mehr, keinen Besuch mehr empfangen durften, also nicht mal die alte Dame raufbitten durften, also das war fürchterlich. Und dann ganz plötzlich haben wir uns das beratschlagt. Wir möchten doch lieber gehen, denn wer weiß, wo wir hinkommen und wie noch alles wird. Und dann haben wir uns binnen ein paar Minuten, wollen wir? Ja, ja, klar, ja. Ja, aber wie? Per demokratischer Abstimmung. Ja, demokratische Abstimmung haben wir gemacht. So, meine und erste, nun wie? Meine erste in meinem Leben. Jetzt haben wir an unser Schlafzimmer gedacht. Da waren ehemalige, also zugemauerte Fenster, das Haus war mal vor langer, langer Zeit ein großes Hotel. Und daraus wurden Wohnungen gemacht und da haben sie teilweise Fenster zugemauert. Und das war nun die Rückwand unseres Schlafzimmers. Da waren zwei zugemauerte Fenster hinter unseren Betten. Die aber von innen nicht zu erkennen waren. Die nicht von innen zu sehen waren. Wir wussten es bloß, weil wir ja die Front kannten. Von außen war das zu sehen, so ein Stein zurückgesetzt. War nicht zugemauert worden. Und diese Fenster, die waren früher mal zur die Bernauer Straße? Ja, die waren mal zur Bernauer Straße. Also das waren Fenster, die waren zugemauert. Ja, die waren offen, denn das hat man ja gemerkt. Da haben wir dann die Wand abgeklopft, ja, wo es hohl klang. Und dann hat er angefangen, mit so einem kleinen Schraubenzieher, hat er angefangen, die Mauer zu durchbrechen, ja. Das hat gedauert von abends, wann haben wir angefangen? Halb zehn hat er angefangen. Und nun durften wir ja auch keinen Krach machen, denn die Leute, die unter uns wohnten, die durften uns ja nicht hören. Deshalb der kleine Schraubenzieher. Ja, deshalb hat er den kleinen Schraubenzieher. Und dann hat er gekratzt und gekratzt und gekratzt. Und ich habe immer da gestanden und Kaffee gekocht, habe bis zum Blinden geschwenkt. Und das nicht gelingt, um Gottes Willen. Und nachher kommt einer von den Obmännern in unser Haus, ja. Die gucken sich dann eine Wohnung an. Und da habe ich gedacht, ach, also das darf gar nicht sein. Das muss gelingen. Wenn das jetzt nicht gelingt, dass wir ein Loch da reinkriegen, dann sitzen wir ja da, alle drei, ja, dann holen die uns. Und er war so fleißig.
Mein Mann hatte ein bisschen getrunken gehabt, der war nicht mehr so aufnahmefähig. Und der hat ihm immer die Steine abgenommen. Dann haben wir alles unten vor den Betten, haben wir Matratzen langgelegt und Decken, damit ja nichts poltert hier unten. Ja, unter, ja, unter dem Loch, damit nichts poltert, ja. Und ich habe laufend Kaffee gekocht und habe immer gebracht, ja. Und er hatte nachher so eine Blase im Handteller. Und dann war das endlich so groß, das Loch, ja. Na, dass man gerade so durch konnte, ja, nicht? Ja, erstmal so. Ja, erstmal war es so, so ganz winzig. Und dann hat er uns geholt. Wollt ihr mal die Freiheit sehen? Ja? Und dann haben wir durch das kleine Loch geblinzelt. Und da war gerade eine Laterne da vor unserem Haus, ja? Und da haben wir so, ach, wenn das jetzt gelingt, ja? Naja, und er hat es geschafft, nach stundenlanger Arbeit. An einer Wäscheleine ließen sich Mutter und Sohn auf den Westberliner Bürgersteig hinunter. Der sehbehinderte Vater jedoch stürzte aus der Höhe des zweiten Stockwerks ab. Mit gebrochenen Lendenwirbeln kam er ins Krankenhaus. Seinen Beruf als Konditor konnte er danach nicht mehr ausüben. Später wurde auch ihr Haus bis auf die Erdgeschossfassade abgerissen. Bernauer Ecke Brunnenstraße. Nachdem die Haustüren zugemauert waren, ließen Westberliner ihren Bekannten und Verwandten auf der Ostberliner Seite der Bernauer Straße auf diese Weise ein paar Kleinigkeiten zukommen, die in Ostberlin nicht oder schwer zu erhalten waren. Ein paar Bananen zum Beispiel oder ein Päckchen Westzigaretten. Von Tag zu Tag wurde es für West- und Ostberliner schwieriger, in Kontakt zu bleiben. Bernauer Straße 44. Was auf den ersten Blick so leicht aussieht, endete immer wieder mit Verletzungen und Knochenbrüchen. Auch hier musste die Frau fortgetragen werden. Bald darauf, als das Haus zugemauert war, versuchte ein Student die Flucht über das Dach. Volkspolizisten wollten ihn aufhalten und schossen auf ihn. Mit einem Hechtsprung sprang der Flüchtling in die Tiefe und verfehlte um 10 Meter das Sprungtuch der Feuerwehr. Hier stand das Haus Bernauer Straße 7. Am 22. September 1961, kurz nach 12 Uhr, wartete auf dem Sims des dritten Stockwerks seine 49-jährige Frau auf das Sprungtuch der Feuerwehr. Da rief ein Volkspolizist: Zurück oder ich schieße, und richtete aus einem Fenster des Nebenhauses eine Maschinenpistole auf die Frau. Bevor ihn Westberliner Polizisten mit ihren Pistolen und mit Tränengas vertreiben konnten, schoss der Volkspolizist auf die Frau, die sich in diesem Moment fallen ließ, traf sie aber nicht. Danach warf der Vater seinen 4 Jahre alten Jungen ins Sprungtuch. Anschließend sprang der damals 60-Jährige selbst. Beim Aufschlagen auf das Sprungtuch verletzte er sich die Wirbelsäule. Seine Frau hatte sich die Hüfte geprellt und die Nieren verletzt. Beide mussten für Wochen ins Krankenhaus. Warum sind Sie geflohen? Ja, schon wegen meiner Frau, nicht? Die andere doch vorher denunziert, wa? Und, ich wollte gar nicht, ne? Richtig. Sie wollten nicht?
Ja, was soll ich machen? Ne? Ich sag, Madame, du musst springen. Ja. Du wolltest wieder rein, wa? Ja, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hätte ich den schweren Eisenschrank nicht vor der Türe gestellt, nicht? Dann wären die reingekommen. Wer? Und die Opus da, wa? Der haben wir hier Bums da, gestern da. Ich hab sie dann auch eher nicht, wie sie da hat, von dritten Stocker, zweite, auf dem Sims hier standen, da war. Da hat sie losgerissen, was sollte ich weitermachen, wa? Hat sie losgerissen, wa? Und dann fielen drei Schüsse auf ihr. Da hat den Jungen nachher runter. Da ist, Entschuldigung, geschossen worden auf ihre Frau. Ja. Von wo? Na, da. Na, da, hier so. Na, da. Das ist das Fenster von den Türen, wa? Von der Stube, wa? Und da von der Seite, wa? Da war ein Fobus. Hab ich gesehen, wa? Und hier, wa? Da guckt immer eine Frau durchs Fenster, wa? Das ist eine. Ja, dann ist der Funktionär war verreist gewesen, nicht? Und die Frau nicht, die hat immer aufgepasst, wa? Meine Frau haben sie besonders abgesehen. Hat die bloß hochgezogen, nicht? Von die Oma unten. Bei Bananen, wa? Mit den Bindfahrten vom Bürgersteig unten. Ja, ja, nicht da. Das war ja nur, da konnte keiner mehr rein, wa? Und was der Funktionär deiner Frau war, die hat das gesehen, nicht? Die hat er angeschwärzt, nicht? Hat ihre Frau angeschwärzt? Ja. Ich war ja arbeiten noch, kam nach Hause, nicht? Und da hat sie mir das erzählt, dass hier ein paar Kriminalbeamte waren, nicht? Von Osten, nicht? Und meine Frau wollte durchaus weg, nicht? Darum hat sich immer die Leine gesucht, die hat sie immer gefunden, ich hab sie versteckt, wa? Nicht? Die wollte hier nicht durch das Meer ansehen, länger. Ihre Frau wollte, aber Sie wollten nicht. Ja, da richtig nicht. Aber ich bin dann nur auch mitgegangen mit ihr. Das war verdäumt, hätte ich nicht viele, wenn ich wäre drüben geblieben. Das ist so viele mit das. Aber sonst ich kann mich eben hier nicht einfinden, richtig. Sitzt mal hier und sitzt der Junge haut ab, warte mal. Sein Sohn bereitet ihm Sorgen. Er ist straffällig geworden und seit längerem arbeitslos. Seine Frau ist 1976 gestorben. Nur wenige Tage nach dieser Flucht mussten die bis dahin noch in ihren Wohnungen verbliebenen Ostberliner aus der Bernauer Straße ausziehen. Auf die Dächer der nun vollkommen zugemauerten Häuser kamen Stacheldrahthindernisse. Die Bernauer Straße 1 bis 50 wurde Teil der Grenzanlagen. Eine Flucht an dieser Stelle gelang nur noch selten. Hier stand das Haus Bernauer Straße 31.
Unter ihm wurde 1962 von West nach Ost-Berlin der bis dahin längste Fluchttunnel gebaut. 130 Meter war er lang. Seinen Anfang nahm er vom gegenüberliegenden Fabrikgrundstück, dessen Besitzer Räumlichkeiten und elektrischen Strom kostenlos zur Verfügung stellte. Der Bau dauerte ein halbes Jahr und wurde möglich durch Material- und Geldspenden und insbesondere durch die Honorare einer amerikanischen Fernsehgesellschaft, deren damals gedrehtes Dokumentarmaterial hier ausschnittweise zu sehen ist. Der große, erhalten gebliebene Keller einer im Krieg durch Bomben zerstörten Fabrik bot ideale Voraussetzungen für Geheimhaltung, ungestörtes Arbeiten und fast unbegrenzte Lagerung der ausgegrabenen Erdmassen, die aus Sicherheitsgründen nicht abtransportiert werden durften. Die zeitweilig 30 bis 40 Tunnelbauer waren überwiegend Studenten und DDR-Flüchtlinge. Sie arbeiteten unentgeltlich. Ihre Beweggründe waren politischer und persönlicher Natur. Er zum Beispiel saß 4,5 Jahre wegen Wirtschaftsverbrechens in DDR-Gefängnissen, kam bald nach dem Mauerbau mit einem gefälschten Pass nach West-Berlin und suchte hier nach einer Fluchtmöglichkeit für seine Schwester und deren Familie. So stieß er zum Tunnelbau. Später, also erst nach diesem Unternehmen, wurde er für einige Jahre kommerzieller Fluchthelfer. Was sind für Sie so die wichtigsten Erinnerungen? Das Gefühl, was Riesiges getan zu haben. Also absolut im Einklang zu stehen. Mit dem, was man sich vorstellt, was man für richtig findet und was man tut. Ja. Da gab es keinen Moment am Tag, also selbst wenn man irgendwie geklaut hat oder was organisiert hat oder sonst was, wo man gedacht hat, das sei falsch. Das war alles für diese Sache. Und das war riesig. Und das war ich doch nicht alleine, sondern da trafen sich nun 30 bis 40 Leute. Und alle haben dasselbe gedacht und alle hatten dasselbe Ziel. Und das ist später nicht mehr oft aufgetreten. Er war Bauingenieur in der DDR. Nach dem Mauerbau verließ er Ost-Berlin durch die Kanalisation. Als seine Freundin und seine Freunde ihm auf diesem Wege folgen wollten, wurden sie verhaftet und zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Diese Abneigung diesem politischen System gegenüber gesellte sich natürlich dann auch diese Geschichte mit meinen Freunden dazu, die derart hoch verurteilt worden sind, sodass also zu dieser nüchternen Ablehnung noch so eine Art ganz emotional gesteuerter Zorn hinzukam. Das sieht heute nach 20 Jahren alles so ein bisschen abgeklärt aus, aber damals war das also schon ein inneres Aufgewühltsein und daraus wurde eben auch geboren die Absicht, was dagegen zu unternehmen. Also Freunden, die noch drüben waren, wo man genau wusste, die wollten auch weg, irgendwie zu helfen. Er ist Italiener und studierte damals in West-Berlin. Am Tunnel baute er mit, weil er einem Freund, der mit ihm studiert hatte, aber in Ost-Berlin wohnte, mit Familie und Mutter zur Flucht verhelfen wollte. Der Anfang des Tunnels war anders gestutzt als später. Der Uli hatte sich eine Konstruktion ausgedacht, wie in Form eines Dreiecks. Zwei Kanthölzer, die so zueinander stehen und da hinten kommt die Verschalung. Das haben wir die ersten Meter, ich weiß nicht wie viele waren, 10, 12 Meter. Diese Methode angewandt, aber es stellt sich später raus, dass es zu zeitraubend war. Weil es muss alles gesägt werden, muss durchgebohrt werden, müssen Schrauben durchgezogen, Schrauben müssen die Mutter muss angezogen werden und so weiter. Und danach kamen wir, oder kam der Uli natürlich, auf die Idee, ganz konventionell zu machen. Und zwar ein Kantholz quer oben, um die Bretter. Mit einem Lastwagenheber haben wir das Ding nach oben gedruckt, die Kanthölzer oder Rundhölzer, je nachdem, was wir hatten, als Stütze darunter, dann runtergelassen und hat sich gesetzt. So haben wir die ganze, nicht die ganze Strecke gemacht. Am Schluss haben wir doch die Verschalung weggelassen, weil sie gezeigt hat, der Uli hatte berechnet, dass der Boden so fest war, dass wir keine Gefahr mehr hatten. Der Querschnitt dieser Tunnelröhre ergab sich eben einfach aus dem minimal nötigen Arbeitsraum, nicht? Denn man wollte ja so wenig wie möglich Erde herausholen, nicht? Aber man musste auch arbeiten können, man musste also den Boden vorn abstechen können mit kleinen Spaten. Und da ergab sich zwangsläufig eine bestimmte Größe,
Tunnel hatte ungefähr eine Breite von vielleicht 80, 90 Zentimetern und auch eine Höhe von ungefähr 90 Zentimetern. Da der Boden sehr hart war, war das also eine unerhört schwere Arbeit, die also noch dadurch erschwert wurde, dass die Luft natürlich nicht besonders gut war. Obwohl wir mit Ofenrohren Frischluft über einen Ventilator eingeblasen haben. Aber die Luft verbrauchte sich bei dieser harten körperlichen Arbeit doch so schnell vorn, dass es erst einmal sehr warm wurde, also aufgeheizt durch die eigene Körperwärme, und die Luft auch schlecht war. Ne? So dass man also, wenn man 2 Stunden gearbeitet hat dort, war man also doch körperlich erledigt. Nicht? Ja. Das Problem war nicht nur das Buddeln, das Graben. Das Problem war das Abtransportieren, das Sand, Landes. Dafür haben wir eine Karre uns gebaut. Da musste von hinten gezogen werden. Am Anfang haben wir mit der Hand gemacht, nachher haben wir eine Winsche mit Motor. Eine Winde? Eine Winde. Und dann mit einem Flaschenzug haben wir das auch gezogen. Die Tunnel begann 4-5 Meter unter dem Kellerboden. Ne? Und dann musste der Sand im Keller nochmal geschleppt werden und abgeladen werden. Und dann muss alles gestutzt werden, damit er uns nicht runterrutscht. Ja, das war nicht die Schwierigkeit, nur das Körperliche der ganzen Geschichte. Ne? Das sind ja also Probleme während des Baus aufgetreten, die die ganze Sache verzögert haben. Eines Tages also fing das an zu tropfen im Tunnel, nicht? Und es dauerte also gar nicht lange. Nach ein paar Tagen war also ein Arbeiten gar nicht mehr möglich, weil alles voll Wasser stand, nicht? Inzwischen war uns natürlich klar, dass es sich im Grunde genommen nur um einen Wasserrohrbruch handeln konnte. Wir haben dann versucht, mit Pumpen das Tunnel leer zu pumpen. Das hatte also kleine, kurzzeitige Erfolge, aber das Wasser sickerte also in dem Maße nach, dass das also eben auch unmöglich war. Außerdem wurde es eben doch gefährlich, weil die Tunneldecke sozusagen durch diesen feuchten Lehm eben zusammenbrach. Nicht? Also an manchen, an der Stelle, wo das Wasser durchtropfte, war der Tunnel eben nicht mehr 90 cm hoch, sondern schon 1,50 Meter oder so. Nicht? Das setzte sich immer mehr nach oben fort. Ja, und dadurch entstand natürlich eine Unterbrechung und wir wussten zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob wir überhaupt jemals weiterbauen konnten. Nicht? Dann konnten wir also fast einen Monat nicht arbeiten und dann stießen mal andere Leute, die auch in der Bernauer Straße suchten, nach einer Möglichkeit, wo man graben könnte, stießen auf dieselbe Möglichkeit, die wir nun schon hatten. Und wir hielten sie nun für Verräter und dadurch haben wir es dann auch wieder liegen lassen. Also es war eine eigenartige Atmosphäre. Es war immer dunkel, es roch immer nach Lehm, es war immer feucht. Wir haben unseren Kaffee mit Schraubenziehern umgerührt. Und in dieser Situation, es gehört noch ein bisschen Hass dazu, die Bilder von Peter Fechter an der Wand und alles, und auf einmal stehen da 2 Leute drin, die sagen, ach ja, Jungs, wir suchen auch nur so eine Möglichkeit. Das war schon eigenartig. Verschiedene Leute hatten sich, also irgendeiner hat sich eine Schrotflinte besorgt, ein anderer hat eine Pistole oder sonst was. Naja, und als diese fremden Leute da nun reinkamen, dann wurden die eben richtig, naja, ich glaube, das gehört vielleicht, also sie bringen ja nur nicht. Bitte erzählen Sie es ruhig zu Ende. Ja. Dann wurden die also praktisch, also mit diesen Waffen bewacht, in unser Auto gebracht und zur Polizei gefahren. Da saßen dann Leute dabei, Lehm beschmiert von oben bis unten. Einer mit einem Gewehr, wo es ja in Berlin hier absolutes Waffenverbot für jeden Zivilisten gibt. Und dann sind wir da hingefahren nach Tempelhof und haben die abgeliefert, da bei der politischen Polizei, ganz stolz. Ne? Also dann saßen die da 2 Tage und dann hat sich eben ausgestellt, die hatten wirklich gar nichts anderes vor. Also, und dann sind sie integriert worden, dann haben sie genauso gedickt wie wir. 3 Tage später. Und dann in den 10. glaube ich, September oder 8. weiß ich nicht mehr, fängt sehr viel Wasser zu kommen. Fängt an, wieder viel Wasser zu kommen. Nochmal rausgepumpt, aber wir merkten, dass bald wir nicht mehr ankommen könnten oder würden, gegen diese Massen. Und deswegen haben wir 1-2 Tage beraten und haben wir uns entschlossen, woanders rauszukommen. Und zwar in der Straße davor. Deswegen ist der Tunnel unter 30 Meter, unter 31 Meter geworden, anstatt unter 62. Wie haben Sie herausgefunden, dass auch dort ein Keller für Sie benutzbar war? Wir sind nicht, ja. Reingegangen? Ja. Wir haben noch am Schluss die letzten Meter gebuddelt, dann haben wir angefangen, nach oben zu gehen. Dann kam die eigentlich kritischste Phase, weil man ja nie genau weiß, haben die anderen schon was mitgekriegt.
Oder vielleicht war doch einer drunter, der was verraten hat. Man wusste es nicht genau. Leider, das erste war ein Fehlschlag. Wir kamen unter dem Fundament raus. Also die Rechnung hat um einen halben Meter nicht gestimmt. Hm? Aber auf 130 Meter, dass der Uli den Keller gefunden hat. Also. Und dann haben wir mit der Naso also ungefähr einen Meter daneben nochmal ein Loch gemacht. Und da war ein Keller. Das war kein Estrich, das war nur festgestanden Boden. Ne? Und letztes hat er also praktisch mit der Schulter durchgestoßen. Gut, nun waren wir im ersten Keller, aber dann wussten wir immer noch nicht, wer steht hinter der nächsten Tür. Ach, da haben wir uns dann eben ausgemacht, wie das ungefähr sein muss. Ich springe gegen die Tür, schmeiß mich sofort hin und die anderen gehen zur Seite. Und wenn sie da sind, nehmen wir die Hände hoch. Und war aber keiner da. Ich bin also gegen sie die Tür gelaufen. Sie haben die Hände hochgenommen? Ja, 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 weil... Ich meine, eine Chance, wieder rauszukommen, hat man immer richtig sterben wollten wir eigentlich nicht. Ne? Und da hatte man jetzt überlegt, dass es das Beste wäre, wirklich ohne Waffen da aufzutauchen, weil mit Waffen wäre doppelt so schlimm gewesen. Haben Sie also Ihre Waffen drüben gelassen? Ja, was heißt Waffen, wir hatten kaum was. Und wir haben überlegt, eben keine Waffen dazu haben, falls sie wirklich auf uns warten. Welche habt? Aber dann frage ich mich, warum hatten Sie Waffen, wenn Sie sie also nicht gerade in diesem Moment bei sich hatten? Wann hätten Sie sie sonst einsetzen können, wenn nicht zu dem? Ja, wir hatten von vornherein gedacht, manchmal Waffen musste man schon haben. Und da waren ein paar Kleinigkeiten in Berlin gefunden. Aber dann am Schluss haben wir uns doch entschlossen, ohne es zu machen. Dann haben wir die nächste Türe oben, also die eigentliche Eingangstüre zum Keller noch aufgemacht. Da waren also Leute drunter, die das konnten. Ja, und dann haben wir nur noch gewartet. Ist im Haus so unsere Parole. Panzerkreuzer Potjomkin hatten wir ausgemacht. Darüber, über diesen Film sollten sich die Leute unterhalten, wenn sie durch dieses, wenn sie durch den Hausflur gingen. Ja, und so war es dann auch. Dann kamen die Ersten. Die ersten von insgesamt 29 Flüchtlingen, die am 14. September 1962 auf diesem Weg nach West-Berlin gelangten. Unter ihnen die Schwester des einen Fluchthelfers. Ihr Bruder hatte einen Kurier nach Ost-Berlin geschickt, den sie und ihr Mann einen Tag zuvor an vereinbarter Stelle treffen sollten. Und der hat uns dann gesagt, also morgen ab 12 Uhr mittags geht ihr in eine bestimmte Kneipe. Da setzt ihr euch hin. Und wartet so lange, bis eine Person kommt, an den Tresen geht, irgendwas bestellt und eine Schachtel Streichhölzer auf und zu macht. Wenn die das gemacht hat und raus ist, wartet ihr noch 10 Minuten und dann geht ihr. Und dann geht ihr die Straße runter und dann links rum und dann in das Haus rein. Und wenn ihr die Straße runterlauft, könnt ihr rübersehen nach West-Berlin, da stehen Häuser. Wenn da aus dem einen Fenster ein rotes Tuch hängt, dann lauft er weiter, geht nicht in das Haus. Das bedeutet, dass irgendwas passiert ist. Wenn ein weißes Laken hängt, dann ist alles in Ordnung. So, das wussten wir jetzt alles und sind dann am nächsten Tag in diese Berliner Eckkneipe gegangen. Fein angezogen, das Schönste, was wir hatten, weil wir ja nichts mitnehmen durften. Mit der Kleinen, die war dann was anderthalb. Ja, und haben uns dann dahingesetzt. Die Kneipe, die füllte sich langsam mit lauter fein angezogenen jungen Leuten, die sich da hinsetzen und warteten. Und hat dann so Blickkontakt und hat also auch sehr genau gemerkt, wer da nicht hingehört. Das war so eine ganz normale Arbeiterkneipe, so gegen 3, 4 kamen die
in ihren Overalls und so und tranken Bier, standen da rum und wir dazwischen, alle in dunklen Anzügen und so. Naja, und es verging sehr, sehr lange Zeit, Stunde um Stunde. Und dann die ganzen quäkenden Kinder da. Und die Leute wurden unruhig und gingen immer raus und kamen wieder rein. Hatten wir nun auch Angst, die Zeit zu verpassen, also wenn die Person nun wirklich kommt. Ich weiß nur noch, dass ich also mal draußen war mit der Kleinen und zurückkam. Und ein junges Ehepaar, auch mit so einem kleinen Kind, kam mir entgegen, grüßte mich ganz freundlich und sagte, auf Wiedersehen, so richtig inbrünstig. Da habe ich gedacht, na, das sind bestimmt auch welche. Und tatsächlich kam an den Tisch und da sagte mein Mann zu mir, du, die war eben da, in 10 Minuten geht's los. So, und dann sind wir also nach 10 Minuten rausgegangen, sind diese Straße runtergelaufen, haben das weiße Tuch da hinten hängen sehen, sind dann links in die Seitenstraße rein und in das Haus. Den Flur entlang, auf der linken Seite war dann hinten eine Holztür, haben wir angeklopft, auch Zeichen, die vorher ausgemacht waren. Da stand dann mein Bruder und begrüßte uns kurz und herzlich, Schlag auf dem Rücken und die Treppe runter. Und unten im Keller war ein Loch, standen wieder zwei davor, die sagten, Hände hoch, fallen lassen. Das sind so Sachen, die man nie vergisst, die man, so Sätze, die man, das Loch war nicht sehr groß und wenn man sich hätte so, dann wäre man wahrscheinlich stecken geblieben, wie es da auch einer älteren, dicken Frau passiert ist. Die haben sich dann so runtergenöttelt, das ging nicht anders. Da ist man dann runtergefallen, ich weiß nicht, das war wohl so ein bisschen abschüssig und da unten dann losgekrochen. Die Kleine hat einer der Jungs unter den Arm genommen, so unter den Arm genommen. Und wir halt dann da durch. Es war ein bisschen unangenehm, weil ich auch, ich habe ein bisschen Angst in so dunklen, geschlossenen Räumen, so klaustrophobische Anwandlungen. Ich dachte immer, oh Gott, hoffentlich ist das bald vorbei. Naja, und dann unten war Wasser drin, Schlamm, Bretter schwammen da auf dem Wasser. Ich habe immer versucht, mit den Knien möglichst auf diese Bretter zu kommen. Oben ist man mal angestoßen. Naja, und dann, es ging aber eigentlich ziemlich schnell dann, und es war sehr schön, dass da immer jemand lag und was gesagt hat. Also, dass man da nicht eine ganze Strecke stumm da durchhecheln muss, sondern dass da immer wieder mal jemand war. Das war sehr schön. Und dann kamen wir raus auf der anderen Seite, wieder in dem Keller, ne? Und dann ging es da los, ungeheure Trubel, dann kam einer nach dem anderen raus. Dann kam als Älteste die Mutter des Studenten, der bis zum Mauerbau in West-Berlin studiert hatte. Sie erinnert sich. In der Nacht, wie es hieß, morgen geht's los, bin ich in den Garten gegangen, bis die Nacht um 2 auf und ab und habe von jedem Baum Abschied genommen und bloß gebetet, der liebe Gott soll uns beistehen, dass morgen alles gut geht. Ja. Warum wollten Sie weggehen? Wegen meinem Sohn. Der dachte, Mutti, ich kann ohne dich nicht gehen. Ja, mir fiel es schwer. Denn ich hatte es ja gut. Hatte nur das Häuschen und den Garten und hatte es gut bei den Russen, nicht? Die Stellung. Aber nutzt es. Sie ging also nur, weil ihr Sohn gehen wollte? Nur ihr Sohn, weil der wollte, dass ich mit sollte. Er sagte ja, ohne dich kann ich nicht. Und dann bin ich mit Petern los und da sah ich den Doppelposten. Oh, mein Sohn, der zuckte ordentlich zusammen, nicht? Und, aber der winkte schon auch, Frau Schmidt. Der kannte Sie aus Zufall offenbar? Na da, von dem Ferienbiet. Wo Sie bei den Russen gearbeitet haben, von daher kannte er mich, Sie. Der kannte mich. Das war unser Glück. Wenn das ein anderer wären, dann kann ich auch so denken. Das war nun schon die letzte. Straße, nicht? Denn die nächste war nur die Bernauer. Und da war links dritter Haus.
Peter sagt, so, hier ist das. Und wir reihen da. Und da mussten wir erst durch den Gang, denn das war ja ein Haus, die hatten da alle, die Mieter hatten ihre Kohlen da und alles, nicht? Nach wie wir da reinkamen, da sagt da eine Student, Mutchen, schnell, schnell. Die sagten immer Mutchen zu mir, nicht? Und dann nahm er mich und so sagt er, hier runter. Da muss ich runtersausen, vielleicht so, nicht ganz so hoch wie das. Runterspringen? Durch so ein Loch, runtersausen, sagt man. Und da sauste ich dann runter und dann nahmen sie mich gleich. Und da sah ich so ein Stückchen, da war so ein Loch, kann man nicht tunneln. Und da sagt er, nur weiter und Peter hinter mir. Und dann immer krabbeln, wie ein Regenwurm. Die Knie bluteten, die Strümpfe waren weg, die Schuhe blieben stecken. Und wie wir ungefähr so etwas über, ja, war wohl über die Hälfte sind, da mit einmal Wasser so hoch, steigt das Wasser. Ja, die Sachen wurden schwer und hier die Knie taten so weh, die Beine. Die Fetzen hingen da so und das Blut lief da noch. Obwohl, wo ich die Leiter hochklärte, tropfte immer das Blut noch runter. Haben Sie manchmal diese Flucht ein bisschen bereut? Na, also, wenn ich ehrlich sein will, ja. Also, nochmal können Sie mir sonst was geben, will ich nicht mehr machen. Das ist es. Da hat man seinen Garten gehabt. Und anschließend waren die Kiefer im Kieferwald. Ich wohnte da herrlich. Ja. Es war einmal, nicht? »1966 wurden die letzten noch stehenden Häuser der Bernauer Straße 1 bis 50 bis auf Fassadenreste abgerissen. Bevor die Erdgeschossfassaden der Häuser 48, 49 und 50 durch die heutige Mauer ersetzt wurden, gelangte hier im April 1979 ein 37-jähriger Mann von Ost nach West-Berlin. Er ist einer der ganz wenigen, die noch zu diesem späten Zeitpunkt an der Bernauer Straße eine Flucht gewagt haben. Vom Aussichtsturm an dieser Stelle kann man noch einen Teil der Grenzanlagen sehen, die der Flüchtling überwinden musste. Seine Verletzungen sind bis heute nicht ausgeheilt. Sie dürfen nicht raus aus dem Staat. Sie kommen einfach nicht vorwärts. Das, was Sie sich wünschen und vorstellen. Ja, dann kommt so eine maßlose Enttäuschung. Und dann kommt auch mal ein Tag oder eine Zeit im Leben, wo man sich also einfach sagt, was hast du jetzt? Man ist bald 40 und was hast du jetzt erreicht? Ja. Was wollten Sie denn erreichen? Man wollte ein Leben haben, wo man sagt, man schafft sich durch Arbeit einigen Wohlstand. Ja. Möglichkeiten, dass man also mit dem eben schwer verdienten Geld sich auch das schaffen kann, was man will. Eine eigene Fleischerei zu haben, ist ja schon eine ganze Menge da drüben. Ja, eine eigene Fleischerei ist schon viel. Aber dann hat man sich selbstständig gemacht als Krönung des ganzen Berufslebens und hat also geglaubt, dass man damit das erreichen kann, was man sich im Leben wünscht und vorstellt. Und das kam nicht. Das kommt also auch nicht durch viele, viele Arbeit. Und ich sah das eben dann noch, nur noch so, dass ich also diesen Staat verlassen muss, um mich frei zu entfalten.
in meiner Schaffenskraft, in allen Dingen, in den ganzen Bedürfnissen. Und sah dann durch Berlin diese Mauer und auch dann eben diese Möglichkeit, wenn ich das will ändern, dann muss ich darüber gehen. Ich hatte dann diese Bernauer Straße entdeckt und das kam mir als günstig vor, weil die Stelle von Mauer zu Mauer sehr knapp war. Ich bin also auch mal in einem Haus gewesen und habe mir also von oben Einsicht verschafft in dieses Grenzgebiet, ein paar Zeiten genommen, wann Fahrzeuge fahren, wie viele da fahren und was also überhaupt hinter diesen Mauern ist. Ja. Konnte aber auch nicht alles entdecken. Ja. Es ist nun, man hat ja nur einen bestimmten Blickwinkel von diesen Grundstücken aus. Und man nutzt jede Möglichkeit aus, immer wieder dahin zu gehen, um das nochmal zu sehen oder nochmal zu durchdenken. Das ist also schon so eine Mauerkrankheit, wie man bald sagen kann. Wie haben Sie Ihrer Frau zum Beispiel diese Krankheit erklären können? Ja, wir haben dann schon darüber diskutiert und erklären kann man das nicht. Man hatte eben, man war davon überzeugt, dass es das der Ausweg ist, ja. Man hat das versucht, schon den anderen mitzuteilen oder dem anderen beizubringen, dass es ja gar nicht mal so schlimm sein kann. Und dann war es eben soweit an diesem 11.04. Und das war eben dann meine Nacht, oder wie man so sagt. Ja, da fühlte ich mich so. Die Grenze war ziemlich ruhig da. Da war ein Fahrzeug weggefahren. Ich wusste also, dass sie dann nicht mehr oben voll besetzt sind auf diesen Türmen. Ja. Schon da bin ich eben los mit meiner Leiter in Richtung Mauer. Und habe diese also mit Hilfe der Leiter erklommen. Diese 3,50 Meter da und oben mich an dem Stacheldraht hochziehen wollen, an dieser Halterung, und die gab nach. Das war also der erste Hammer schon. Löste dabei natürlich diese Alarmanlagen aus. Und hinter mir war also jetzt, das habe ich vorher nicht gesagt, es fahren also auch Streifen vor der Grenze, vor der Mauer im Osten. Polizeistreifen. Und die waren noch nicht durch. Ja, ich wollte aber auch nicht mehr warten. Und bin also dann los, und die kamen aber im Augenblick. Sodass also hinter mir diese Toni-Wagen waren und vor mir noch diese Mauer, ja. Und hatte dann schon Schwierigkeiten, da hochzukommen, weil also meine Leiter zu klein war. Und habe dann durchgegriffen durch diesen Stacheldraht und mich dann hochgezogen auf die Mauer, ja. Und dann mit dem Fuß noch die Leiter nachgeholt, weil ich die ja brauchte. Hab die Leiter runtergeschmissen und bin dann nachgesprungen von dieser 3,50 Meter Höhe hinein in diese Stahlnägel. 10 bis 12 Zentimeter hohe Nägel. Die sind natürlich durchgegangen, in die Füße reingegangen und haben mir beim rechten Fuß so einen Mittelfußknochen zerbrochen und leider eben am linken Fuß eine Trümmerfraktur vom Fersenbein verursacht. Der Knochen war also in sich zusammengebrochen. Hat es Mühe bereitet, die Füße wieder rauszukriegen aus diesen Stahlspitzen? Ja, ich musste dazu meine Hände benutzen. Ich musste jedes Bein für sich erstmal rausziehen wieder. Dann kamen aber schon von rechts und links da Grenzpolizisten angerannt. Wurde geschossen auf Sie? Nein, geschossen wurde nicht. Das war also, wie ich schon sagte, eine Spitze. Und man kam von beiden Seiten und wollte meiner da habhaft werden. Und das war wahrscheinlich mein Glück dabei, sonst hätten sie sich gegenseitig erschossen. Mich vielleicht mit, aber sich gegenseitig auch. Da sie ja automatische Waffen haben. Diese Kalaschnikow ist ja eine automatische Maschinenpistole. Und die streut. Ja. Und da hat man also nicht geschossen. Man hat gebrüllt, ich soll stehen bleiben, aber das wusste ich, was da ungefähr gesprochen wird. Und habe mich also da gar nicht berühren lassen davon. Und habe mir meine Leiter genommen, bin über diese Panzersperren gestiegen, ja, die konnte ich also nicht durchlaufen. Da war also noch Draht zwischendurch gespannt und bin dann durchgestiegen und alles noch mit diesen kaputten Füßen, und dann endlich kam ich dann zu dieser richtigen Originalmauer, die also Ost und West trennt, und habe die noch mit Hilfe der Leiter erklommen und habe mich dann dahinter fallen lassen.
Dann war noch auf dieser Bernauer Straße so ein Ruinenstück, so eine ehemalige Häuserfront. Und nun lag ich da zwischen Mauer und Häuserfront und man wusste also jetzt nicht mehr genau, bin ich schon drüber oder habe ich mich noch innerhalb der Grenze versteckt. Und holte also Hunde herzu und so ein LKW mit Scheinwerfern drauf, um also das Gebiet ableuchten zu können. Es war hinter mir jedenfalls dann taghell. Und ich lag also immer noch da und in der Einsicht dieser Grenztruppe, ja, und musste mich also verstecken und bin von diesem Stückchen Niemandsland da reingekrochen in so ein, in diese Ruine, in dieses Kellergewölbe da, dieses zusammengebrochene. Und habe also auf diesen Trümmern gelegen und da in diesem Kellergewölbe abgewartet, bis also Ruhe eintrat. Hinter mir, dass also, naja, es ist wieder normaler Grenzbetrieb wurde, ja. Und bin dann da aus diesem Keller raus, also wollte rauskriechen, kam aber nicht, der Keller, das Kellerfenster, wo ich da raus wollte, war also zugebaut, ja, ich kam nicht durch mit meinem Körper. Musste dann noch mit meinen Händen so zwei Ziegelsteine lösen, dass ich überhaupt durchpasste. Ja, und kam dann da raus und war meine erste Ansicht so ein riesengroßes Holzkreuz. Bin dann den Bürgersteig lang gekrochen auf allen Vieren, konnte ich nicht mehr laufen. Im Februar 1981 gelang es seiner Frau, auf dem Wege der Familienzusammenführung zu ihrem Mann nach West-Berlin überzusiedeln. Wissen Sie noch, wie der Tag aussah, an dem Ihr Mann die Flucht gewagt hat? Ja. Der Tag verlief, er war arbeiten und kam nach Hause und hat gesagt, also ich fühle mich heute gut. Ich glaube, das klappt. Tschüss, mach's gut. Ganz kurz, ohne langes Palaver, ohne langes Lamento. Tschüss, wir sehen uns wieder. Ja. Und die Nacht verging. Und da wusste ich, dass er es gewagt hatte. Ich konnte natürlich die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe sogar auf dem Balkon gestanden. Ich habe ein ganz langes Ohr gehabt in Richtung Mauer, weil ich gedacht habe, wenn jetzt irgendwie Schüsse fallen, dann können sie ja nur ihm gelten. Aber es blieb alles ruhig. Gehen Sie manchmal an die Stelle, wo Sie herübergekommen sind? Ja, man geht dahin. Die letzten zwei Jahre bin ich sehr oft dahin gelaufen, um meine Frau zu sehen. Da ist nämlich ein Aussichtsturm und da kann man in den Osten reingucken und macht sich eine Zeit aus und dann kann man seine eigene Frau da drüben im Osten noch laufen sehen. Das ist natürlich keine schönen Ausflugsziele, ja. Aber man hat sie wenigstens mal gesehen gehabt, dann nach einer gewissen Zeit. Und jetzt auch, nachdem meine Frau da ist, waren wir auch schon da und haben uns das also angeguckt. Und ich habe also meiner Frau auch erklärt, was also in dieser Nacht alles geschehen ist. Da geht man schon noch hin. Man ist immer noch dabei, das zu verarbeiten.